uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, preisen den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, loben, preisen den Herrn. Hallo, schön, dass du heute bei der Kinderkirche dabei bist. In den letzten Wochen hast du schon viel über die Familie von Jesus erfahren. Heute wollen wir über den Vater von Jesus sprechen, Josef. Der war ein ganz besonderer Papa. Wie ihr alle wisst, ist Jesus das Kind Gottes. Auf der Erde hatte er aber noch einen zweiten Papa, nämlich Josef. Josef war der Freund von Maria. Und als Maria schwanger wurde, erschien Josef ein Engel im Traum und gab ihm einen ganz wichtigen Auftrag. Josef sollte Maria heiraten und dem Baby den Namen Jesus geben. Der Engel ist Josef später noch einmal erschienen. Da war Jesus gerade erst geboren und lag noch in Bethlehem im Stall. Dort erschien der Engel Josef in der Nacht im Traum und sagte etwas ganz Wichtiges zu ihm. Diese Geschichte möchte ich dir jetzt vorlesen. Pass auf, Josef, erklärte der Engel. Jesus ist in großer Gefahr. Euer König Herodes ist ein böser Mensch und er möchte Jesus töten. Er hat Angst vor Jesus. Er sucht schon überall nach ihm. Jesus töten? Fragte Josef. Das verstand er nicht. Aber Jesus ist doch noch ein Baby. Was kann der schon tun? Entgegnete er dem Engel. Ja, aber er wird wachsen, wie alle anderen auch. Und du weißt ja, dass er ein besonderes Baby ist. Gott hat ihn geschickt. Er soll die Welt für alle Menschen verändern. Er ist Gottes Sohn. Das macht manchen Menschen Angst. Geh mit Jesus und Maria nach Ägypten. Dort seid ihr sicher und der König kann euch nichts tun. Geht am besten sofort los, sagte der Engel zu Josef. Sie gingen los, hinaus aus Bethlehem nach Ägypten, wie der Engel es gesagt hatte. Josef fühlte sich sicher. Denn Gott war mit ihm und er wusste, das ist Gottes Weg. O zwei oder drei, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. So, jetzt kennst du die Geschichte und weißt, wie gut sich Josef um Jesus gekümmert hat, wie er sich um ihn gesorgt hat und ihn beschützt hat. Wenn du auch jemanden ganz besonders lieb hast, dann bastel ihm noch einen Engel als Zeichen dafür, dass Gott ihn beschützt. Zuerst schneidest du dir aus buntem Papier zwei Kreise aus. Einen etwas größeren, einen etwas kleineren. Danach schneidest du den großen Kreis in drei Teile, genau wie du es auf dem Foto hier sehen kannst. Die beiden oberen Teile werden die Flügel des Engels. Der untere Teil wird der Körper. Nun klebst du die beiden oberen Teile auf den Körper des Engels. Zum Schluss befestigst du den Kopf. Nun bist du fertig und kannst deinen Engel noch anmalen, wenn du möchtest. Wärst du jetzt in der Kinderkirche, würden wir unser Lied singen, Ich hüll dich golden ein. Das schicke ich dir jetzt nach Hause. Ich hüll dich golden ein. Von Gott sollst du gesegnet sein, von Herzen freu ich mich, ich
freue mich über dich. Wir wünschen dir eine gute Woche. Sei behütet. Bis nächsten Sonntag.